Ich möchte ganz herzlich begrüßen zu einem kleinen Kurzvideo. 12 Minuten habe ich da meistens veranschlagt für die Themen und in diesem Fall geht es um Hydrostatik, also um Hydro heißt ja Wasser und Statik heißt Stillstand. Es geht also um stehende, ruhende Flüssigkeitsvolumina. Wir wollen annehmen, dass die Flüssigkeit inkompressibel ist und das ist in Wirklichkeit tatsächlich auch der Fall. Flüssigkeit ist praktisch unendlich hart, wenn man sie allseitig komprimieren möchte. Also inkompressibel ist eine gute Eigenschaft. Auch wenn man sie idealisiert, eben als komplett inkompressibel bezeichnet, sind sie in Realität auch fast vollständig inkompressibel. Da wollen wir zwei Gesetze anschauen. Einmal das Gesetz des Schweredrucks. Die Flüssigkeit hat ja ein gewisses Gewicht. Und das Gewicht der Flüssigkeit erzeugt am Boden oder im Prinzip auch auf jeder Höhe hier unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche einen Druck. Und der Druck, den kann man ausrechnen mit dem Schweredruckgesetz eben, wenn das die Höhe h ist, die man noch hat unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche, da kann man sagen, der Druck p in der Tiefe h ist einfach die Dichte der Flüssigkeit rho. Die soll ja, weil es inkompressibel ist, konstant sein, mal g, mal diese Tiefe h, in der man sich befindet. Das heißt, der Druck steigt schön proportional zur Tiefe an, das ist der Schweredruck. Und das hat zur Folge, dass man zum Beispiel dann in der Tiefe auch mit Pressluft beatmet werden muss, weil der Umgebungsdruck der Flüssigkeit einem die Lungen sonst zusammenpressen würde. Dazu kommt möglicherweise noch der Umgebungsdruck vom Luftdruck zum Beispiel. Das heißt, der Absolutdruck, der dann an der Stelle gemessen wird, ist dann auch dieser Schweredruck plus der Zusatzdruck, der von außen noch herrscht. Dieses Schweredruckgesetz hat eine interessante Eigenschaft oder eine interessante Konsequenz, nämlich wenn ich etwas in einer Flüssigkeit eintauche und die Schweredruckverteilung um diesen Körper herum anschaue, das ist also die Flüssigkeit hier wie vorher, dann ist es so, dass der Schweredruck ja mit der Tiefe zunimmt, da unten ist er am größten, und wenn man jetzt die Oberflächen dieses Körpers hier anschaut, da kann man also sagen, dass von oben der Schweredruck nicht so groß ist, weil die Tiefe noch nicht so groß ist, hier unten ist der Schweredruck viel, viel größer, weil die Tiefe größer ist, und das gibt eine Druckdifferenz und damit Druck ist ja Kraft pro Fläche, nicht wahr? Wenn also der Druck unterschiedlich ist und die Fläche gleich ist, dann kann man sagen, es gibt einen Kraftunterschied. Und somit können wir sagen, dass die Kraft von oben und die Kraft von unten unterschiedlich ist. Von unten drückt es stärker nach oben als von oben nach unten. Und das führt zum sogenannten Auftrieb, dieser Kraftunterschied. Und die Auftriebsregel nach Archimedes sagt, dass der Auftrieb gleich groß ist wie die Gewichtskraft des verdrängten Mediums, also der verdrängten Flüssigkeit in dem Fall. Also Gewichtskraft ist ja m mal g und m ist das verdrängte Medium mal g. Oft ist das dann gleich groß wie die Dichte mal das Volumen des Körpers, beziehungsweise das Volumen, das verdrängt wurde, mal g. Und das ist die Flüssigkeit hier gemeint, also die Dichte von der Flüssigkeit. Diese Auftriebskraft konkurrenziert sich manchmal mit der Gewichtskraft, sodass man dann schauen muss, welche stärker ist. Wenn die Auftriebskraft stärker ist als die Gewichtskraft, wie zum Beispiel bei einem sehr leichten Körper, Styropor oder so, dann steigt er hoch bis an die Oberfläche und dann taucht nur noch so viel ein vom Körper, dass er eben danach wieder ein Gleichgewicht hat. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Körper auf der Oberfläche schwimmt, nehmen wir zum Beispiel ein Stück Holz oder so, da kann man sagen, dass das eben so weit eintaucht, dass das verdrängte Wasservolumen, das ist das hier, nicht wahr, einen Auftrieb erzeugt, nach diesem Gesetz hier, der gleich groß ist wie die Gewichtskraft des Klotzes, das ja auch da ist. Dieser Klotz hat ja auch ein eigenes Gewicht. Das nennt man das Auftriebsgesetz nach Archimedes. Eine weitere Konsequenz dieses Schweredruckgesetzes ist die, dass kommunizierende Gefäße, wie man sagt, immer den gleichen
Wasserstand haben. Also die Flüssigkeit ist an der Oberfläche immer gleich hoch. Wenn wir Gefäße haben, die miteinander verbunden sind, die können also ganz unterschiedliche Formen haben. Zum Beispiel kann da eine Ausbeulung sein, das kann noch ein bisschen weiter auseinander gehen. Die Flüssigkeiten hier sind immer gleich hoch. Wenn das nicht so wäre, hätte man da unten also eine Strömung und damit nicht mehr Statik. Das nennt man das hydrostatische Paradoxon. Jetzt ein zweites Gesetz mit Hydrostatik ist das Stempel- oder Kolbendruckgesetz. Dabei vergessen wir jetzt mal die Tiefe. Wir können zum Beispiel sagen, wir schauen das Ganze von oben an. Und da kann man sagen, wenn wir so ein Volumen haben, das mit einer Flüssigkeit ausgefüllt ist und das Volumen hier mit einem Kolben oder so abschließen, da Kolben haben, da auch. Da drin ist Flüssigkeit, vollständig Flüssigkeit. Dann ist der Druck überall gleich groß. Wie gesagt, den Schweredruck haben wir jetzt hier rausgenommen. Das können wir von oben betrachten, sodass der Schweredruck gar nicht sichtbar wird. Und da kann man sagen, der Druck ist immer gleich groß. Also sowohl an der Stelle 1 hier, wie auch an der Stelle 2. Und weil der Druck ja, wie wir gesehen haben, Kraft pro Fläche ist, können wir so sagen, dass Kraft pro Fläche an beiden Stellen gleich groß ist. F1 durch A1 an dieser Stelle. Mit F1 meine ich die Kraft, die da auf den Kolben drückt. Oder der Kolben auch von außen, also von der Flüssigkeit her gedrückt wird. Dieses F1 durch A1 ist gleich groß wie das F2 durch A2. Mit A meine ich natürlich die beiden Kolbenflächen. Also wenn die Drücke gleich sind, dann heißt das F1 durch A1 ist gleich F2 durch A2. Oder wenn ich das F2 jetzt nach F2 auflöse, heißt das F2 ist gleich groß wie F1 mal A2 durch A1. Das ist das Gesetz, das zum Beispiel hydraulische Systeme benutzen, um Kraftüber- oder Untersetzungen zu erreichen. Die Kraft F2 ist gleich groß wie die Kraft F1, die ich hier appliziere, zum Beispiel da auf den Kolben. Das wäre dann F2 hier, aber multipliziert mit dem Flächenverhältnis. Also wenn die Fläche A2 größer ist als die Fläche A1, ist dann auch die Kraft auf F2 größer als die Kraft F1. Damit kann man zum Beispiel Bremssysteme bei Autos oder so bauen, wo man dann auch mit dem Fuß auf einen Kolben drückt mit der kleineren Fläche und dann hat man auf der anderen Seite eine große Kraft auf die Scheiben der Bremsanlage. Auch hydraulische Pressen funktionieren so und so weiter. Das wäre das Gesetz des Stempeldrucks oder Kolbendrucks. Wenn man jetzt den Kolben bewegt, dann bewegt man natürlich dort, wo die kleinere Fläche ist, dann auch hat man einen größeren Weg. Also Kraft mal Weg, wenn man das ausrechnen würde, ist dann auf beiden Seiten gleich groß. Ich kann also keine Energie gewinnen, das ist klar, das ist wie beim Hebelgesetz, aber ich kann eine Kraftübersetzung erhalten, wo die Kraft alleine tatsächlich größer ist, aber der Weg dann dafür kleiner. Jetzt gibt es noch einen Zusatz. Wir haben ja gesagt, die Flüssigkeit sei inkompressibel, das heißt die Dichte ist konstant. Das war wirklich wichtig für die Flüssigkeit, das ist in Wirklichkeit auch normalerweise der Fall. Was wir auch noch vorausgesetzt haben, eigentlich ist, dass wir keine zwischenmolekularen Kräfte haben. Die Flüssigkeit besteht ja aus Molekülen. Wir haben jetzt hier für die Gesetze angenommen, dass diese Kraft zwischen den Molekülen nicht da ist. In Wirklichkeit sind aber Flüssigkeiten ja nicht so. Das ist ein ideales Flüssigkeitsmodell. Und diese zwischenmolekularen Kräfte sorgen dafür, dass bei realen Flüssigkeiten Oberflächeneffekte und auch Kapillarität und solche Dinge auftreten. Ich will Ihnen nur kurz sagen, was man da als Größen benutzt. Es gibt einmal die Situation, dass wenn ich eine Flüssigkeit größer mache an der Oberfläche, also zum Beispiel da jetzt etwas abflache und dann hier etwas ausbeule, dann gibt es ja eine Flächenveränderung Delta A. Die Oberfläche wird größer. Und weil ich dabei bei der Oberflächenvergrößerung ja Moleküle, die sich gegenseitig anziehen, voneinander entferne, die Moleküle sind die hier weiter weg als vorher,
muss ich dafür etwas Arbeit investieren. Und diese Arbeit, die ich investiere, wollen wir mal Delta W nennen. Die Arbeit, die ich investiere. Und das Verhältnis aus dieser Arbeit, die ich investiere, durch die Flächenvergrößerung, die ich erhalte, dieses Verhältnis Delta W durch Delta A, könnte man spezifische Oberflächenenergie nennen, weil die steckt in der Oberfläche, diese Energie. Man nennt sie aber im Allgemeinen meistens die Oberflächenspannung, Sigma. Also eine Größe, die in Einheiten Joule pro Quadratmeter gemessen wird und ein kleiner Wert ist bei Flüssigkeiten, aber trotzdem nicht Null. Bei idealen Flüssigkeiten wäre es Null, bei realen Flüssigkeiten ist diese Energie da und ist größer als Null. Etwa 70 Millijoule pro Quadratmeter bei Wasser zum Beispiel. Mit dieser spezifischen Oberflächenenergie kann man auch weitere Dinge dann messen, zum Beispiel der Druck innerhalb einer Flüssigkeitstropfens. Man kann damit beweisen, dass Flüssigkeiten normalerweise runde Tropfen bilden, wenn sie nicht durch andere Kräfte deformiert werden. Man kann zum Beispiel auch die Kapillarsteighöhe berechnen, wenn eine Flüssigkeit in einer Kapillare hochsteigt. Also Kapillare, ein dünnes, zum Beispiel Glasröhrchen, dann steigt sie eine gewisse Höhe nach oben und der Höhenunterschied, den man erhält in dieser Kapillare, dieser Höhenunterschied ist 2 mal Sigma. Sigma ist die Oberflächenspannung durch die Dichte der Flüssigkeit, Rho mal G mal der Radius des Röhrchens. Also R ist da der Radius des Röhrchens. Das zeigt, dass wenn ein Röhrchen sehr dünn ist, dann wird dieser Radius natürlich klein und damit die Kapillarsteighöhe groß. Bei Wasser kann da schnell mal einige Zentimeter Höhenunterschied entstehen. Das sorgt auch dafür, dass zum Beispiel ein Schwamm oder ein Handtuch das Wasser in sich saugt, weil da auch die Kapillarität in diesen feinen Verästelungen des Materials vorhanden ist. Das hat dann eigentlich auch zu tun mit der sogenannten Adhäsion, also die Flüssigkeit möchte gerne diese Glaswand benetzen, während wir hier im ersten Fall vor allem von der Kohäsion gesprochen haben, dass die Flüssigkeit untereinander sich eben gegenseitig anziehen. Das hier sind Grenzflächen, das hier war eine Oberfläche. So, damit habe ich, glaube ich, das Wichtigste gesagt zum Thema Hydrostatik.